Auf dem weiten Gelände der Interlodge hat Fritz eine Buschmann-Familie angesiedelt. Sie können hier nach alten Sitten und Gebräuchen leben und jagen. Heute Morgen wandern wir mit unserem kleinen Führer über die roten Dünen der Kalahari. Es ist kühl und sehr frisch. Die Sonne wird ihre volle Kraft erst noch entwickeln. Schauen wir uns mal an, welche Tierchen hier ihre Spuren hinterlassen haben. Dort krabbelt ein großer Skorpion aus dem Sand, hier eine Schlange. Die Wüste lebt und blüht. Unsere europäischen Jäger benötigen großkalibrige Flinten, starke Ferngläser und viel Geld, um sich an das Wild heranzuschleichen. Hier machen es die Buschmänner mit Pfeil und Bogen und viel Geduld. Sie sind noch eins mit der Natur. Wir rotten das Wild nicht aus, wie einst die Herren aus Europa im Anfang dieses Jahrhunderts. Hier erklären uns die Buschleute den Aufbau einer Straußenfalle. Die ältesten, den Europäern bekannten Bewohner Südwestafrikas stellen heute fast 3% der namibischen Bevölkerung. Ihre mit schnalzenden Lauten durchsetzte Sprache und der kleine, feingliedrige Körperbau verleihen ihnen einen sanften und zugleich geheimnisvollen Nimbus. Das traditionelle Nomadenleben der 1,60 Meter großen, hellhäutigen Jäger lebt seit Jahrhunderten unverändert. Auf der Suche nach Nahrung wurden weite Wanderungen unternommen. Meist ernährten sie sich von Wurzeln und Knollen. Gejagt wurde mit Fallen oder mit Pfeil und Bogen. Die ganze Zeit an der Mutter ran, die haben jetzt Hunger. Ich kann nur die Milch geben. Der Weg hört sich auf.
Der hört sich ja, der hört sich auch. So, hier haben wir ein Endprodukt. Für die Buschmann-Sippe, die von der Interlot adoptiert wurde, wird versucht, sie auf vernünftige Art und Weise in unsere Zivilisation zu integrieren. So baut man für die kleinen Nachkommen der San eine Schule. Hier lernen sie spielend, wie man mit der veränderten Umwelt zurechtkommen kann. Wenn wir einen Buschmann gesehen haben. Heute Morgen. Nein, nein. Sie sagt, für 2 Jahre haben sie gesessen und sich lange überlegt, was sie machen sollen. Sie sagt, dann haben wir die Schule. Wir haben hier drinnen, haben wir eine europäische Schule oder Klassenzimmer vielmehr. Und dann, das tun sie hier drinnen, und dann auf der anderen Seite müssen sie lernen, das Traditionelle, Grashaus, Grashütte bauen, verschiedene Tierlosungen. So ran. Aber die größte und beste Schule für die Buschmänner ist immer noch die Weite der Kalahari. Das könnten wir nicht alles von ihnen lernen. Uns würden die Augen geöffnet für die Wunder der Natur, wenn man mit ihr umgehen kann.